Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Bekannte. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich möchte heute wieder Deutsch lernen. Ein Bürger und Test. Fragen aus Schleswig-Holstein. Frage Nummer 1 von 33. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? Zum Standesamt. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, Ausländerinnen? Das Grundrecht auf Wer baute die Mauer in Berlin? Welche Organisation in einer Firma hielt den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber der Arbeitgeberinnen? Wie werden die Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident, die deutsche Bundespräsidentin, er sie? Welcher Krieg dauerte 1939 bis 1945? Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand an der lange Zeit, in der Bundesrepublik Deutschland an Feiertag erinnerte. Wann war das? Was ist Deutschland nicht? Die Zusammenarbeit von Partei zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik? Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? Deutschland ist Mitglied des Schengener Abkommens. Was bedeutet das? Was bedeutet im Jahr 1989 in Deutschland das Wort Montagsdemonstrationen? Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik DDR? (1949 bis 1990). Die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten?
welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil welches das Wappen der Bundesrepublik Deutschland? Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Landesweite Streik und Volksaufstand. Was ist die Hauptaufgabe einer Richter, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin? Welche Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? Welches Bundesland ist Schleswig-Holstein? Welche Ministerin hat Schleswig-Holstein nicht? Ab welchem Alter darf man in Schleswig-Holstein bei Kommunalwahlen wählen? Ich habe 31 von 33. Zwei Fehler. In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik DDR? 1949 bis 1990. Und dann, was ereignet sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Landesweite Streiks und ein Volksaufstand. Das war das Wetter.